Mann weiß es nicht. Frau auch nicht. Gut, was haben wir hier? Eine Zisterne. Ach, komm, was soll's. Ah ja, genau das habe ich mir gedacht. Ich habe eigentlich auch wieder mit Ratten gerechnet. Aber gut. Es ist ja sowas Ähnliches, ne? Nimm erstmal wieder alles mit. Kann nicht schaden. Und hier geht es noch weiter runter, ne? Mhm. Na gut. Wer ist das denn? Wer bist du? Ein spektraler Apothekarius. Okay. Alter Schawitzki. Spektraler Apothekarius. Ist noch irgendwas? Da ist noch ein Tränkchen. Könnte im Wasser noch irgendwas sein? Ich weiß es nicht, aber ich habe keine Wasseratmung. Selbst wenn, würde es mir nichts nützen. Okay, wer bist du? Ein Geldhaufen. Spurenkrone. Hier sonst noch irgendetwas? Pilze. Okay. Kriege ich den, ohne jetzt gleich zur Bauernküste zu reisen? Kriege ich. Hier ist aber auch sonst nichts, ne? Aber es ist eine, Treppe hier drin. Warum? Das ist aber nichts. Okay. Man kann ja nicht immer irgendwie... Oh nein. Ich häng fest. Gut. Schwimmen wir einmal raus. Bauernküste? Ja. Können wir ruhig. Wo kommen wir denn da hin? Oh. Aha. Okay, wo sind wir jetzt hier? In der ganz anderen Richtung. In der Schapitze. Ist hier sonst noch irgendwas, wenn wir schon mal hier unten sind? Außer Disteln und Lavendel. Rucksack des Klippenspringers. Mit einer Notiz. Ein Goldbeutel. Ah! Nein! Eines Klippenspringers. Der hat einen Bungee-Jump gemacht. Idiot. Mit so einem Seil. Oh, bitte. Aber wie er da auch liegt. Ich lese die Notiz gleich. Ich will nur eben mal alles hier abgucken, ob hier irgendwie... Aber ich glaube, nee, da geht schon gar nichts mehr. Gucken wir jetzt eben mal auf dieser Seite hier. Hui! Ob hier noch irgendetwas ist. Hier? Nein, auch nicht. Okay. Hätte ja sein können. Wo? Ich weiß, ich gehe jetzt megamäßig kontraproduktiv. Aber wenn wir jetzt schon mal hier unten sind, dann können wir auch gleich nochmal ein bisschen hier gucken. Ob hier noch irgendwas ist.
damit wir auch die Sehenswürdigkeiten der Gegend genießen können. Wobei ich sagen muss, dass der Strom hier sehr kalt ist. Aber gut. Ich bin ja anscheinend auch hart im Nehmen. So, da ist sonst nichts weiter. Okay, die Frage ist nur, wo wir denn wieder herauskommen, ne? Müssen wir uns wohl überraschen lassen. Hui! Okay, da kommt Wasser runter. Warte mal, wir gehen jetzt hier mal eben raus. Ich denke mir ja nur mal, hier könnte wieder alles Mögliche sein. Eine Eispranke. Oder vielleicht sogar ein magisches Symbol. Ist das ein Weg hier? Kommen wir hier hoch? Warte. So. Schnell speichern ist mein Frucht. Und hui, haben wir hier einen Weg. Okay. Und, nein, ich wollte eigentlich auf die Map. Sind wahnsinnig weit weg von unserem Ziel. Da steht aber Vieh und ein Esel. Ich will jetzt mal nicht sagen, dass da was Böses wohnt, oder? Oder jemand, der böse ist. Sind eher aus Brückenkopfhof. Ja, ich sag ja, viele Höfe. Wachturm. Packen wir mal unser Schwert weg. Der rote Ochse. Ach, guck mal. Elena Unmut? Okay. Oh, Apfelbein. Hm? Hat Ähnlichkeiten mit dem anderen, was wir eben da gesehen haben. Ist hier noch irgendwas? Nee. Jetzt frage ich, oder überlege ich gerade, ob ich mal eben hier schlafen. Oder wird Elena dann unmütig? 6 Stunden, dass es auch wieder hell ist. Kann ruhig machen, ne? Hier gibt es wenigstens keine Zeitumstellung in Enderal. So, das ist doch schon mal angenehmer. Guck mal an. Wir könnten natürlich jetzt auch in den roten Ochsen gehen. Aber wir haben ihn ja schon entdeckt. Wir haben mal durch die frische Wäsche. Was ist das hier? Alt-Garagata entdeckt. Die wohnen hier so dicht an so einem Ding. Okay. Wow. Wenn die meinen. Hier wäre auch nochmal ein Heubett. Hafners Hofladen entdeckt. Ein Hofladen. Gibt's hier Apfelsaft und sowas? Gemüse, Obst, Bier und Wein. Was? Rund ums Reittier. Helga Hafner. Moin. Okay. Dann eben nicht. Gehen wir mal rein. Alles rund ums Reittier. Hallo, Seleta. Zeigt ihr mir bitte eure Ware? Aber sicher doch. Was hast du denn? Okay. Jetzt aber nicht, wo ich gesagt hätte, alles rund ums Reittier. Verstehe ich jetzt nicht. Können wir dir irgendwas verkaufen? Nee, das sind alles nur Sachen. Nee. Da kommen wir nicht ins Geschäft. Schönen Tag noch. Danke euch auch. Lilly. Lilly sagt gar nichts, okay. Oder wir gehen einfach mal in den roten Ochsen rein. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Vielleicht erfahren wir da ja irgendwas Neues. Naja. Irgendwann muss man sich alles gerne sehen. Was? Was kommen jetzt bitte gleich? Die roten, die neuen Rüben. Wir gehen mal in den roten Ochsen. Vielleicht gibt es da irgendwie was an Neuigkeiten zu erfahren. Wow. Eine Wahnsinnsstimmung. Heute Met im Angebot. Pater Ekamaton. Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Oh, leider gar nicht. Wie ich sehe, habt ihr schon alles. Es sei denn, wir haben gerade irgendeinen Effekt. Haben wir irgendwie einen Effekt? Nee, Arkanistenfieber, Arkanistenfieber, Arkanistenfieber. Dann aber auch okay. Mal wieder gut. Mal fast zum Entschuldigung, das ist unhöflich. Ansprechen der rote Ochse. Er ist der rote Ochse. Was hast du denn so zu trinken? Klar. Was darf sein? Weiß ich nicht. Was hast du denn? Gar nichts. Es tut mir leid, aber irgendwie kommen wir dann nicht ins Geschäft. Sichere Straßen. Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Gar nicht. Sie ihn schon wieder sehen, wenn der rote Mond erwacht. Schreitet wohl, mein Kind. Ja, gut, wie kann ich euch helfen? Durch die Wälder mit dem Wind, bis er den alten Berg ergrimmt. Dort kniet sie vor. Oh, was ja gut jetzt. Okay, also im roten Ochsen nichts Neues. Dann können wir weiter in die andere Richtung laufen. Wir können nicht mal die Musik hier genießen. Dann laufen wir einfach jetzt hier weiter. Unter Heuschober entdeckt. Okay. Der untere Heuschober. Tyrias Mairil. Ahoi. Ahoi. Razul Natal. Ihn auch nicht gut. Verzeih. Ach so, kein Problem. Ein Apfel. Unterer Heuschober. Okay, gehen wir da jetzt einfach mal rein. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Alles klar. Mann, die haben es hier mal mit den Ratten, ne? Oh, es sind zwei. Hi, unten war Tür. Alter Schawitzki, der letzte Rest vom Erntefest. Um ein Haar wären wir tot gewesen. Junge, 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 das war knapp. Pferdkeule, Mann, warum habe ich sowas dabei? Okay. Sporenkronen, nehmen wir aber erstmal alles mit hier. So. Okay, was gab's denn hier? Wissen die eigentlich, was bei denen so in den Scheunen hier vor sich geht? Guck. Ihr meint Muratten, okay. Altes Gewölbe, alles klar. Mhm. Aber Wartüren? Naja. Ach so. Leere Fässer, ja wow. Und deswegen kann man hier hoch. Das mag ich ja immer irgendwie nicht wirklich glauben. Ne? Na gut, dann gehen wir jetzt mal eben nochmal in das alte Gewölbe. Wo waren das nochmal da? Eben auch nochmal das alte Gewölbe. Wir räumen den immer den Keller aus hier. Entschuldigung. Habe ich Feuer? Ich denke mal. Bringt das was? Oh, es sind drei. Es sind drei. Oh, oh, und ich werde den Frostelementar nicht mehr rufen können, oder?
Wir haben zu wenig Mana, scheiße. Eispranke. Hallo? Warum regeneriert das kein Mana? Ich verstehe es nicht. Mana wiederherstellen und trotzdem... Hui! Wir leuchten. Der Bär. Nee, der Frostelementar. Okay. Was haben wir hier? Türen? Hä? 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 Hier ist nichts. Ich meine, ich nehme die Sachen gerne, die in der Truhe sind, aber... Wo, bitteschön? Über oder unter uns, ne? Ja, und nü? Eine Tür öffnen. Tür schließen. Ein Bartürführer im Heuschober. Der hat sogar einen Titel. Alter. Alter, Schawitzki. So, kommt die anderen jetzt auch mal ran hier? Ja. Ich habe euren Führer erledigt. Ich frage jetzt nicht, was der verdammte Frostelementar da oben macht. Okay, jetzt weiß ich ja, dass die hier nicht hochkommen. Jetzt kann ich mal eben in Ruhe hier... Zack. Das Futtern, das ist leer. Ich kann hier ausräumen. Ausräumen. Sehr schön. Tag auch. Das ist alles leer. Da ist die blöde Tür. Okay, jetzt weiß ich ja Bescheid. Das heißt, ich kann meinen Mana-Trank nehmen. Kann mein Frostelementar mal eben rufen. Schon mal runter, ne? Speicher mal eben ab. Und hui! Der Wartürführer am Heuschober. Okay. Sehr schön. Wo ist der letzte? Da ist er. Die Ohren mit. Runenstreitkolben, Selnas Fäuste, okay. Haben wir schon. Okay, sind hier noch mehr? Was ist da? Eine Zellentür. Und hier geht's noch weiter runter, klar. Was ist da denn? Oh nein. Oh oh. Passiert aber nichts. Okay, gut. Das heißt, ich muss da runter. Eine Spurenkrone. Ich dachte, jetzt wären schon wieder diese Kristalle oder sowas. Also weiter runter. Toll. Wenn mich... Ich liebe gerne solche Löcher fallen lassen. Ist das vielleicht Eis? Der rennt jetzt über mir weiter, der Frostelementar, ne? Warum sollte der auch mit runterkommen? Halt! Warum auch? Ach nee. Bello, das war eine blöde Falle. Hallo? Okay.
Okay, kommen hier noch mehr. Oh. Wie viele Sporenkronen hier unten sind. Einzelteile, Truhen, nehme ich gerne mit. Ist ordentlich Kohle drin, schön. Und hier kommen wir anscheinend wieder raus. Ist sonst noch irgendetwas? Warte, was war das? Achso, Pilze wieder. Die hatten wir, ne? Gut. Dann geht's wieder hoch zur Bauernküste. Na gut. Schwarzer Bildschirm. Na. Ich wollte auch nur mal eben eine kurze Aufnahme starten. Jetzt nehme ich mir über 2 Stunden auf. So ist Enderal. Ja. Okay. Gut, dann haben wir das aber auch erledigt. Altes Gewölbe. Was ist das denn? Und was ist das da hinten? Ist das Ark? Könnte tatsächlich sein, ne? Ich finde das schön, weil hier sieht es richtig nach Bauerngegend aus. Der hackt Holz. Die hacken alle Holz, okay. Ach so, das... Ach, hier sind wir. Ja, logisch, hier kommen wir wieder raus. Wir haben euer Problem im Keller gelöst übrigens. Und wow, der hat eine unsichtbare Axt in der Hand. Und unsichtbares Holz. Mit bloßen Händen. Wow. Okay. Das kratzt sie nicht, dass wir den Keller aufgeräumt haben. Da ist eine Mühle. Und vielleicht kommen wir hier auch tatsächlich mal irgendwo ans Meer. Weizen können wir mitnehmen. Bauernküste, ja. Wenn man sich das so sagen würde, ne? Können wir die Mühle mal eben entdecken? Ja, können wir, aber interessiert keinen. Okay. Hinter diesem Hügel ist das Meer. Das war es mal, wenn wir früher in Urlaub gefahren sind. Und tatsächlich. Yay. Schön. Was ist das da hinten, eine Ruine? Sieht so aus, ne? Okay, kratz, kratz. Ach, na komm. Wir wollen ja jetzt nun die Truse finden, die den Tieren irgendwas antut. Und die anscheinend opfert. Aua. Och nein, jetzt sag nicht, ich hänge fest, bitte. Och komm. Ist das so ungewöhnlich, solche Wege zu nehmen? Oh nein, bitte. Okay. Oh, Gott sei Dank. Okay, wer sind die da hinten? Muss ich mir Sorgen machen. Könnte die Mine sein. Aber wir wissen ja auch, dass sie öfter mal von Banditen übernommen werden. Ja, mit Mana sieht es schlecht aus. Das heißt, ich muss allein für mich sorgen. Nehmen wir einfach mal das, ne? Ja, es sind welche. Klar. Vagabunden. Eindrucksvolles Schwert. Oh, der ist gelähmt. Der ist tatsächlich gelähmt. Ah, verdammt. Warte mal, ich muss jetzt mal irgendwie eine Entscheidung fällen. Halt, Alter, die ist hinüber. Der ist auch hinüber. Ich muss jetzt nur dem hier mal eben aus dem Weg gehen.
bist du bereit? Das war schon mal der Ansatz. Gut, das nächste Mal. Jetzt weiß ich ja, dass die feindselig gestimmt sind. Ich mag aber nicht einfach so auf die schießen. Oh Gott, die haben mich schon gesehen. Toll. Wie mies ist das denn jetzt, ha? Ja, dann komm her jetzt. Na komm. Das ist mies, aber es geht nicht anders. Die Truse ist nämlich gelähmt gewesen. Guck mal, so jetzt. Die Klinge zu vergiften ist echt cool. Zwei davon, natürlich. Und die trefft wie Blöde, ne? Ich sehe dich nicht mehr. Alter, Schawetzki. Einer ist da noch. Ich muss jetzt mal weg hier. Ich nehme keinen Gesundheitstrank, das geht nicht. Aber der sagt bestimmt gleich, du bist noch im Kampf, du kannst dich nicht heilen. Ist das ein Kämpfer, ein Krieger? Oder ist das auch ein Bogenschütze? Sonst würde ich den erstmal aus der Entfernung platt machen. Ist es ein Kämpfer? Okay, pass auf. Geht nicht anders. Der bleibt jetzt auch so bereitwillig stehen. Müssen wir jetzt einfach mal eben so machen. Puh. Okay. Mal irgendwas essen. Eispranke, Ziegenkeule. So. Okay. Dann haben wir die auch.